Wo bist du denn? Ich weiß nicht. Willst du auf Militärinsel gehen? Na, es ist eine schnelle Runde. Das habe ich nicht verstanden. Können wir machen. Okay. Okay, da hat schon unten wieder ein Auto gefunden. Mein direkt unten an der Brücke ist ein Auto. Direkt rechts von mir fliegt jemand. Oh, links von mir auch. Ja, hier fliegen sie überall, Ben. Wow. Ich hätte gesagt, wir gehen nicht ins Military-Gelände, weil wir werden die Letzten da sein. Nein, glaube ich nicht. Also zumindest zum Vergleich zu denen, die laufen, sind wir eher da. Ja, wir können die Ostseite nehmen. Wir fliegen ja noch ein ganzes Stück. Weißt du? Ich bin zum Beispiel schon ein Stückchen runtergegangen. Du bist ja auf derselben Höhe wie ich. Wir hätten die Autos da unten nehmen können, ey. Wären wir schneller gewesen. Also, auf jeden Fall schneller als die laufen. Ich kann hier noch voll oben auf dem Ding landen. Ich könnte auf Rust landen. Ja, wenn du da der Einzige bist. Nein. Wir landen bei den Cs, wa? Ja. War da schon wer, oder? Ich lande gerade. Sonst habe ich niemanden gesehen. Weiß, ich sehe auch niemanden. Ja, doch, da landet jemand östlich von mir. Ich habe hier keine Waffe, das ist ein bisschen kacke. Ich habe eine Shotgun, aber das ist jetzt nicht so das, was ich bevorzugen würde hier in dieser Umgebung. Einer ist östlich von uns gelandet, ne? Geh schnell hier unten durch. Im nördlichen C oder was? Ne, Moment. Da ist, glaube ich, einer rein. Habe ich noch einen Zweier-Rucksack? Ich habe einen Dreier und einen Zweier-Westen, aber ich brauche nur noch Helm. Ich habe zumindest mal eine Uzi. Und ist gar. War dann hier ein paar Meter neben uns oben brutal rum. Ja. He's like, please don't kill me. Because I only got a fucking shot. Und zwei Helmets. Die haben halt auch schon eine SKS. Ist schon krass. Das ist nasty, das ist nicht krass, das ist nasty. Aber wenn sie kein Visier haben, ist es nicht so schlimm. Ich gehe ins nördliche Gebäude rein. Oder bist du schon wieder? Weiß ich nicht. Sei vorsichtig. Tu mal so, als wäre da jemand. Erstmal den Revolver auf, ey. Ich hab eine UMP übrig oder eine SCAR, je nachdem, was du lieber willst. Wenn du unbedingt eine brauchst. Eine Waffe. Findet sich schon was mit Range. Jetzt die obere Etage. Tür offen. Auch Hilfe. Ich sehe, dass die Tür offen ist. Aber ich kann dir im Zweifel nicht helfen, glaube ich. Bin auch hier fast fertig, dann komme ich rüber, letzte Tür.
Kann sein, also ich bin unten komplett durchgegangen, kann sein, dass er bei dir wieder irgendwie runtergegangen ist. Aber komm direkt hoch. Komm, geh einfach direkt hoch dann. Tja. Geh jetzt hier Raum für Raum. Wo? Er ist da bei dem Raum, direkt bei dir rechts. Ich werfe eine Blendgranate rein. Wow. Ich bin geflasht. GG. Ja, das war deine Blend, die draußen liegen geblieben ist. Achtung. Wo ist er hin? Oh, da hast du ihn. Der war solo? Er hat nur eine P18C. Wow. Er hat noch komplettes Equip, 2er Equip, 3er Rucksack. Ich brauche eine Waffe. Willst du eine UMP haben? Ja, gerne. Hier, ist ein bisschen Muni dazu. Brauchst du einen 2er Scope, Extended Mag, Flashhider für Assault Rifle? Flashhider würde ich nehmen. 2er Scope nicht? 2er Scope brauche ich nicht unbedingt. Ich habe einen 8er Scope und einen hier, das gebe ich auch noch. Danke. Hast du vielleicht noch einen Pistol Mag? Nope. Ich kann dir ein First Aid Kit geben, höchstens noch. Ah, habe ich selber eins. Hab ich halt zwei von. Brauchst du einen Booster? Ich habe noch drei Energy Drinks. Ich habe einen, dann gib mir einen ab. Tatsächlich würde ich mich gerne bewegen, weil wir hier rumgeballert haben. Peek. Then let's move. Weiß nicht, nach Norden am besten weg, oder? Ja. Klingt gut. Uch, zu früh gesprungen. Sah funny aus, Ben, mach das nochmal. Ich meine, hier haben wir überhaupt keinen Überblick mehr, wer irgendwo ist. Ich habe übrigens einen 8er Score, wie gesagt. Deswegen. Rechts von uns, hinter uns war noch ein Mob, das wir hätten nehmen können, aber. Fährt sogar jemand mit dem Auto über den bis Airfield. Aber ich weiß, warum der Typ sich dann da so oben eingekämpft hatte. Warum? Er hatte nur 20 Schuss für seine P18C. Schrotflinte ist hier noch eine 1er Weste. Ja, ich habe voll das 2er Gear. Okay. Und RSKS. Kannst. Ne, meine UMP kannst du. Die UMP kannst du nicht wiedergeben dafür, oder? Kann ich machen, wenn du so wirklich willst. Ja, oder eine Waffe musst du eh ablegen, oder? Ich behalte dann die Schrottflinte wieder. Ne, du kannst mir auch die Schrottflinte geben, ist mir egal, aber einfach nur, damit ich nachkomme. Ich hab jetzt die UMP hier hingelegt, Ben. Jetzt nimmst du dir diese UMP. Du, das U understand. Ja. Aber du hast dann ja kein Visier, ne? Gib ich dir mal das 8er Visier gleich. Das könnte ich. Das nehme ich gern. Oh, hier. Komm her, Ben. Hier ist noch nur UMP. Auto, Südosten. Könnt ihr hier hinkommen? Ne, fährt durch, glaube ich, oder? Ich höre es nur. Ja, fährt durch. Komm rein, Ben. Ich wollte erst mal gucken, wo das Auto hinfährt. Ich gebe das 2er Scope dafür. Was nicht?
Tür weg oder offen? Hier war ich offen. Schon. Hier war so. Ich schon. Alles gut. Alle nur halb so wild, hier war ich schon drin, hier bin ich gerade hergekommen. Im Nordwesten haben wir noch ein paar Häuser, von da aus hätte ich gesagt, könnte hier enden? Nee, könnt's nicht. Nein, es endet definitiv nicht hier auf der Insel. Das hätte ich auch vorher sagen können, dass es nicht hier endet. Hey, ja. ich hab's heute schon gehabt, dass es wirklich dreimal komplett am anderen Ende der Map von mir aus war. Wir waren gerade komplett am Rand, warum sollte das hier enden? Ich möchte auch irgendwann einfach mal ein bisschen Glück haben. Aber doch nicht in den ersten zwei Zonen. Also nicht, dass es immer am Rand ist, dass die erste Zone quasi noch der Rand drin ist. Brauchst du ein bisschen 9 Millimeter für SMG? Was hast du noch? Quick Draw Mag für SMG, habe ich eingepackt. Ich habe ein bisschen 9 mm Ammo übrig. Die habe ich jetzt noch nichts aufgenommen. Achso, war sie noch nicht drin? Nein, sorry. Du bist zu dick. Gib weg. Oh, guck mal, AK. Tötet auf jeden Fall schneller als ein SMG. Bitte? Die tötet auf jeden Fall schneller als eine SMG. Ich hab dich immer noch nicht verstanden. Die tötet schneller als eine SMG! Die AK. So. Ich hab verstanden. Kann nichts dafür, wenn du deine Ohren nicht gewaschen hast. Aber das macht keinen Spaß. Dann wasch wenigstens mal die Füße, damit der Dreck nachrutscht. Die komplette Fassade finde ich. Nein. Da vorne links ist noch ein Dacia. Im Südwesten. Ja, wir brauchen aber eigentlich kein Dacia. Oder wir nehmen wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, ich habe keinen Bock über die Brücke. Ich möchte unter der Brücke her. Ja, kann man machen. Wir können unter der Brücke schwimmen, ist mir auch egal. Ich würde ein Boot präferieren. Aber wenn wir jetzt anfangen zu schwimmen, sind wir allein zwei Minuten unterwegs. Nee, doch. Sehe ich. Ungefähr ja. In der Richtung. Aber wahrscheinlich noch weiter hinten. Ja, aber da ist irgendwo. Viel weiter hinten. Ja, nur damit wir es auf dem Schirm haben, weil da werden jetzt auf den Leute warten. Nicht auf uns, aber es kann aber warten. Aber hier ist kein Boot. Weit und breit. Sehe ich zumindest keins. Doch, da vorne auf Straight Westen ist eins. Das ist hier aber noch ein Stück weg. Ich habe einen SMG-Kompensator für dich eingepackt. Ja, damit. Direkt her damit. Sagst du, machst du eine Lasergun raus? Ja, ist es ja nicht mehr. Die Vector ist immer noch geil nebenbei. Manchmal. Manchmal ja. Ist der Recoil auch einfach nur so random, dass der. Das Problem bei der Vector ist tatsächlich, dass die so wenig oder so wenig Streuung hat, dass wenn du halt daneben bist, ist halt alles daneben. Es ist halt nicht so geil. Ja, witzigerweise war ich wirklich straight drauf, aber ich bin im Sprung gewesen, hab dem echt einen Heiligenschein geschossen. Ja, deswegen. Ich hab's mir danach mal kurz angeschaut. Ein kleinen Replay. Nee, ich will da nicht durchfahren. Nee. Irgendwie habe ich Angst, dass wir einfach dann so weg. Dann bin ich halt eine Blume. Der Blum. Hab ich dir das schon geschickt mit dem Blumenmann? Letztes Mal? Nein. Also die Quali ist scheiße, zumindest Video, aber der Sound ist glaube ich ganz okay. Ich schau mich mal an, ich bin nicht raus. Ich habe keine Muskeln, ich treibe keinen Sport. Ich spring aus keinem Flugzeug, ich weiß nicht, wie man kocht. Blüte, Knolle, Triebe, das ist es, was ich liebe. Mich machen Blumen an.
bin ein Blumenmann. Zoom, zoom, zoom. Ich liebe Blumen. Tirili. Sich was holen, freue ich mich. Wir könnten übrigens. Ich hoffe, die schießen nicht auf uns. Ich hab keinen Schlag gehabt. Nee, ich auch nicht. Ich sehe es aber. Ja, die sitzen da oben auf der Klippe, ne? Ich sehe ihn ganz genau. Könnt ihn erschießen. Ja, versuch's, aber das ist eine SKS, ne? Keine K. Da schießt noch einer aus weiter Westen. Kannst du dann leider einsteigen, wenn du nicht mehr so gut triffst? Ich habe ihn zweimal gehittet. Ach du Scheiße, wo endet das? Ich hätte gesagt, wir fahren dahin, aber dann haben wir halt noch die Leute von Morsten im Arsch. Also entweder dahin. Die Gebäude, aber das ist ja auch scheiße. Ich weiß nicht, ob hier sogar irgendwelche Felsen Inseln oder so. Sind, glaube ich, drin. Felsen, ja. Aber nein. Wow, wow. Ich werde gehittet von der Brücke. Autsch, yep. Alter, ist ja gut. Das ist nicht nur die Brücke, die jetzt schießt. Doch, das ist eine AK von der Brücke. Meine Fresse! Ich weiß nicht wohin. Ich hab keinen Fresse, nicht sagen. Hier vorne in der Ecke wären wir auch noch drin. Ach, das ist ja eh schon hinter uns irgendwie auf dem. Wir werden immer noch beschossen. Das ja, jetzt sind jetzt. Die Häuser. Im Nordosten. Also, ich bin hier recht einfach ran an die Steine und da vorne am Sachenstrand. Okay. Ich meine, das ist keine gute Idee, aber ich glaube, wir haben keine bessere Option. Ich muss auf jeden Fall erstmal heilen. Erstmal auf jeden Fall eine bessere Posi suchen. Ich muss bei der Energies einfach reinhauen. Ein Energy Heinzier. Kommt uns gerade noch ein Airdrop. Das, was ich befürchte, ist, dass gleich irgendwer hier rüber schwimmt, sich da vorne hinstellt und hier dann abfahren. Ah, da ist der Airdrop. An den Häusern halt. Das sind ja noch Häuser mittendrin, ne? Die werden sich jetzt halt einen feiern. Wir können natürlich uns einfach mitten in die kleine Hütte irgendwo packen. Auch eine Option. Theoretisch machbar. Praktisch glaube ich eine sehr, sehr schlechte Idee. Aber ich überlasse die Entscheidung dir, wohin wir gehen. Das Problem ist, dass wir hier halt nicht lange Spaß haben. Ich würde ja eigentlich gerne dort in den Wald rein. Aber hier vor uns wird halt rumgesniped. Ja. Den müssen wir uns vorher holen. Hier rechts von uns ist übrigens auch das Dingens offen, glaube ich. Das Hütchen. Ja, die Shack ist offen. Ich geh mal gucken. Nö, nix drin. Das ist übrigens der Sniper gewesen, der auf uns geschossen hat eigentlich. Er ist weiter gen Osten. Na, aber dann gibt's hier ganz schön viele Car-Sniper wieder. Können wir ein bisschen hier nach Norden durchlaufen erstmal im Moment? Bevor wir hier jetzt reingucken können, bitte.
Hier sind irgendwo in den Häusern. Hier sind nämlich auch Autos geparkt und so. Natürlich sind die in den Häusern. Das sind Camper-Juden. Oh, und der Sniper ist noch weiter im Norden. Noch einer? Nee, nee, einer ist hier in den Häusern. Definitiv ein Sniper. Ja, ich pack mir aber hier hin. Hier bin ich relativ safe. Aber bin ich nicht mehr drin. Fuck! Ich sehe welche Osten. Life. Osten von mir, laufen auf mich zu. Wie weit? 30 Meter. Okay, ich sehe sie, ich habe sie gesehen. Sie laufen, glaube ich, weiter nach Norden auch. Wir sitzen ja beide hier in der Ecke, das ist halt auch mega kacke. Ah, ich sehe ihn, der steht direkt da vor uns. Schießen! Und der ist tot. By all means, yes. Hier ist die Tür offen, ich weiß nicht, ob die gerade schon offen war. Aber der muss noch einen Kumpel haben hier irgendwo. Eigentlich müssten wir move. Ja. Ich brauche aber die Painkiller noch. Brauchst du noch einen Zweierscope? Hab ich keins, ja, also ja. Nehm ich mit. So. Nach Norden ist das jetzt auch Quatsch, ne? Na doch, wir müssen nach Norden eigentlich ein Stück. Oder? Ach komm, wir nehmen hier die Shed da, die da. Boah! Ah, da ist gerade jemand rangefahren. Da ist gerade das Motorrad rangefahren an die Shed. Der ist da drin. Die war gerade nämlich noch offen. Die war so, Moment! Moment! Ah, jetzt haben wir komplett auf dem Rücken. Wir müssen nach Norden. Nach Norden. Du kannst nicht rauspushen, den Typen. Das ist, kann man schon. Ich meine, aufschießen, Granate rein und dann ist es fertig. Ich habe keine Granate mehr. Ich hab eine. Wir müssen hier uns nur nach oben gucken. Ja, da, genau da. Erstmal hier in meinen Buschle. Baum schränkt halt meine Vision hart ein. Neben dir der Baum, meinst du? Ich bin übrigens gerade drin. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Also zumindest nein. Sag mir die Anzeige, dass ich gerade drin bin. Ich bin da nicht drin. Da kommt es. Wow! Ah, der ist direkt über mir. Ist direkt, die sind zwei über mir direkt. Laufen durch. Wir müssen schießen. Ja, jetzt auf den zweiten allerdings schieße ich. Hab ihn down. Ja, jetzt schießt er noch immer. Ich bin fucking mad gerade. Ich werfe eine Granate. Er zieht die Waffe nicht wieder automatisch. Warum müsstest du eine Granate in dem Fall? Weil ich nicht um den fucking Stein herum wollte, wenn da zwei Leute auf mich zielen. Was willst du denn von mir, Mann? Ich habe ja den zweiten schon getötet gehabt. Also ja, die Granaten werfen war aber definitiv die falsche Idee. Also ich habe ja gesagt, ich schieße auf den zweiten, deswegen wird es dann einfach erschießen können. Warum der hier jetzt hier hochgekommen ist, um Party zu machen, habe ich nicht ganz verstanden. Keine Ahnung, nimm dir sein Moped, fahr da runter und geh in die Fuckboy-Shed. Oh, oh. Der hat einen Sniper Rifle Suppressor, Mann. Der hat auch eine. Ach, der hat die Suppressed Car. Sehr gut. Ja, guck mal, ich sehe zwei Airdrops. Rechts von dir. Ben, ich glaube, da hinten beim Steg ist einer gewesen. Den siehst du sogar, links davon. Der liegt da. Mitten auf dem Feld. Bei der Fuckboy-Shed. Genau da. Jetzt sind wir weiter links. Jetzt sind wir weiter links. Bei der Fuckboy-Shed da hinten. Habe ich ihn gerade gesehen, wenn ich mich nicht irre. Bei welcher? Aber bei dem Holzding da. Ach, scheiße.
Ich habe ja nichts gesehen. Weiß jetzt auch gar nicht mehr. Na, ich muss da rein. Ja, musst du. Da links ist ein Busch am Hügel, der ist besser als die Fuckbushet, nehme ich an. Weil Fuckbushet ist so, wenn er drin ist und der Gegner eine Granate. Ne, der Busch ist nicht drin. Nicht so wirklich, ne? Ich lauf mal rein. Ben macht einen auf Fuckboy. Oh, ja, mein Decision Making war echt gerade trashy. Ah, ja, du hattest recht, an der Fuckboy Chat. Verdammt, hab ich nicht drauf geachtet, ob hier einer ist. Ja, ich bin immer noch in der Zone. Hihi. Du bist doch nasty, Mann. Lass dich aber nicht von der Fuckboy-Shot da oben headshotten. Hä? Welche Fuckboy-Shot da oben? Ja, da von dem Hügel da links hinter dir. Ah, ich glaube, da denke ich nicht, dass jemand drin ist. Ehrlich gesagt. Auf dem Hügel da? Da war doch, hat doch vorhin wer geschossen. Von den Bäumen da vorne. Hä? Ich verstehe. Auf Südosten. Da hat doch vorhin noch wer geschossen, von der Fuckboy-Shot aus. Ja, da läuft ja auch einer. Aber willst du mich jetzt verarschen? Den nicht. Ich schon. Keine Ahnung, ich hab da halt dieses Spectating the Line, da habe ich nicht viel gesehen hinter. Aber da oben kann keiner mehr sein, da ist doch... Ja, jetzt nicht mehr. Ne, selbst vorher konnte mich keiner, wenn ich hier stehe, treffen. Weil der ja unter mir ist. Ah, okay, ja, ich dachte da auf dem Hügel. Der Hügel, die einzige, die mich treffen könnte, wäre da. Okay. Siehst du jetzt überhaupt was? Ja, ich kann rausgucken. Warum? Du nicht? Nein! Ich kann oben rausgucken aus den Fenstern, also, wenn ich so sitze. Also ich sehe den Himmel, mehr nicht. Läuft. Ich kann durch die Fenster gucken. Nicht nur, wenn du dich bewegst. Das ist ein sehr unspektakuläres Match gerade für mich. Tatsächlich muss ich mal gucken, nicht, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Also du kommst hier noch raus, definitiv. Ich meine, wenn jetzt die Zone kommt, dass ich dann... Ja. Ne, dass hier nicht kannst dich noch bewegen. Der Eingang kaputt ist. Sobald diese Zone zu ist, würde ich mich auch außen dran stellen, nicht mehr rein. Da ist ein Schalldämpfer in der Richtung. Ja, Süden definitiv ein Schalldämpfer. Und hinlegen, dann hinlegen, hinlegen. Ja. Ab jetzt ist Sneaky Snake Zone. Ich glaub. Müsste da vorne von dem Stein gewesen sein. Die Richtung stimmt. Dein Busch. Fuckboy Shirt ist einer. Jetzt. Ja, die ist aber auch nicht mehr drin. Weiß ich nicht. Ich guck halt genau die drauf. Ist nicht mehr drin. Stimmt, sieht man auf so einer Map. Dass die nicht mehr drin ist. Du hast noch zwei Gegner, Ben. Also am besten jetzt einfach nur reinlegen und abwarten. Das ist das Beste, was du machen kannst, weil die müssen kommen. Muss ich mir aber erstmal reinlegen. Ja, und fürchte dich vor diesen komischen Blank Patches da. Ich lieg drin. Da ist halt eigentlich noch echt viel, wo noch jemand sein kann. Ja, ich würde auch da hingehen eigentlich, aber nach der links ist das Gras besser. Dann sieht er mich wahrscheinlich. Fuck, oben. Ich sage, ich weiß, dass es einer ist. Ah, der hat mich gesehen. Und was wetten wir? Ja, er hat mich gesehen, der läuft nämlich gerade hier in die Richtung. Oh, da sind beide. Das sind zwei. Du bleibst in der Third Person, du kannst nichts anderes machen. Hm.
Der liegt da. Mhm. Gewonnen! Easy peasy lemon squeezy, 7 Kills gemacht. Serious applause. Das leise Klatschen von dem billigen Ring. Das war eine Panikentscheidung vorhin, lass mich. Aber du hast eine Granate geworfen! Ich weiß, ich hab.